Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Origins, wo wir uns jetzt mal durch was anderes durchwagen wollen, weil wir erinnern uns da hinten ja an die Bäume von eben, oder für euch gestern, nämlich ein paar wilde Waldgeister. Und hier müssen wir jetzt sehr vorsichtig sein, weil die Sache ist, du darfst nicht zu viele auf einmal pullen, sonst hat man ein Problem. Liliana hat das ganz schön was abgezogen, das missfällt mir. Aber... das sollten die ja anfällig gegen sein, weil Feuer. Weil wo ich herkomme, haben Bäume und Feuer so ein Problem miteinander. So. Dann den einen... komm! Natürlich! Aber wenn wir dann gerade schon mal so dabei sind, kann Vin mir ja mal einen Gefallen tun. Und ich sehe, Vin hat das voll ausgelevelt ja schon. Das heißt, ich kann ja mal Hast aktivieren. Hast ist halt ein sehr netter, permanenter Buff, der uns halt ein ganzes Stück weit schneller macht. Bonus auf Angriffsgeschwindigkeit, Abzug auf Angriff. Ist ja aber egal, weil wenn du so schnell bist, wie du damit halt eben bist. Wird erledigt. So, hau ich dich schnell mal weg. Der andere ist leider schon wach geworden, aber ein Stück zu spät. Das ist halt einer der Gründe, weswegen ich Vin das überhaupt leveln lassen habe, weil ich glaube, aus dem ganzen Baum, wo man Hass bekommt, ist Hass die einzige Fähigkeit, die ich benutzen will. So. Vin bekommt ein bisschen was ab, das ist aber gar nicht nett, Baum. So. Sind die aber alle mal erledigt? Hier haben wir einen sehenswerten Baum. Und da mit der Eiche, das ist ein NPC, sprechen wir gleich mal. Aber zuerst hier. Das Lager sieht völlig intakt aus. Zelte und Schlafstellen sind voller Behälter, aber trocken und unbeschädigt. Nicht voller Behälter, voller Blätter. Die Feuerstelle raucht und hat noch genug Glut, um ein kleines Feuer anzufachen. Es gibt keinerlei Anzeichen für irgendwelche Bewohner. Das ist seltsam. Die Werwölfe würden so ein Lager niemals benutzen. Wem immer es gehört, er muss ganz in der Nähe sein. Ihr habt vermutlich recht. Haltet die Augen offen. Du spürst keine Gefahr, obwohl dir das verlassene Lager sehr seltsam vorkommt. Eine Durchsuchung würde vielleicht nähere Erkenntnisse bringen. Dann speichere ich an der Stelle mal. Du untersuchst die Feuerstelle. Es ist höchstens ein paar Stunden her, dass sich jemand darum gekümmert hat. Die Glut zieht dich geradezu hypnotisch an. Das Licht dieses Feuers, es ist so hübsch. Dieses Flackern, die angenehme Wärme, so behaglich. Ich wünschte, ich könnte mich einfach hinlegen und... Halt! Wir müssen davon weg! Sofort! Die Flammen geben plötzlich eine enorme Wärme ab und entziehen dir noch mehr Kraft. Du wendest dich ab und die Kälte kriecht wieder in deine Knochen. Du bist erschöpft. Und... was ist hier mit der Schlafstelle? Du untersuchst die Schlafstelle, sie wirkt sauber und warm. Du hast das Gefühl, als hättest du seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen. Es wäre so angenehm, es sich hier gemütlich zu machen und ein bisschen Ruhe zu finden. Ich spüre Magie. Sie entzieht mir die Kraft. Wir müssen hier weg und zwar schnell. Ich spüre es auch. Wir müssen wach bleiben. Du wendest dich von der Schlafstelle ab, wenn auch nur ungern. Die Verlockung des Schlafs ist nahezu übermächtig. So, und dann ist das Letzte, was wir uns halt ansehen können, das Zelt.
Du wirfst einen Blick in das Zelt und bist überrascht, wie trocken und behaglich es wirkt. Es ist sauber und leer. Ein wirklich angenehmer Ort, um sich etwas Ruhe zu gönnen. Das hier stammt nicht von den elfischen Jägern. Wie merkwürdig. Und doch wirkt alles so freundlich. Ich möchte einfach nur hier bleiben. Nein, wir dürfen hier nicht schlafen. Wir müssen gehen. Du musst all deine Kraft aufbringen, um vom Zelt zurückzutreten. Trotz deiner Anstrengungen, ihr zu widerstehen, überkommt dich eine Welle der Müdigkeit. Wird erledigt. Die Flammen tanzen in der Feuerstelle und ziehen deinen Blick an. Du siehst schnell weg. Als du dich umdrehst, um zu gehen, werden deine Schritte pleiern. Erschöpfung fährt in deine Glieder und du gähnst. Es war eine lange Reise. Man sollte hier eine Pause einlegen. Vielleicht wollen wir zu hastig wieder weg. Ich bin zu alt, um ständig herumzurennen. Das Lager sieht nach einem guten Ruheplatz aus. Wir müssen nur wachsam sein. Ihr habt recht, es fällt so schwer, klar zu denken. Und alle außer Vin sind tot. Was hier halt relativ gut ist, wenn man Vin denn dabei hat. Weil dann castet man jetzt einfach wiederbeleben hier. Und schon sind alle wieder da. Und natürlich ein bisschen Gruppenheilung. Und dann haben wir hier jetzt einen höheren Schatten, der ein bisschen mit uns spielen will. Wie wär's, wenn ihr das mal angreift? Das fände ich ziemlich gut. Ich versuche nicht. So, und er ist tot. Nach der Zerstörung des Geistes verzieht sich der Nebel. Das Lager hier ist sehr alt und die Überreste der bisherigen Opfer liegen alle da, als würden sie schlafen. Wie lange war dieser Geist wohl schon hier? Und wie viele wurden seine Opfer? Ich darf gar nicht daran denken. So. Dann mal schauen, Knochenberg. Oh, hier ist eine Truhe. Ring der Abenddämmerung und Dalich Hirschlederhandschuhe. Ein Pfeil. Und was haben wir da? Gut, fangen wir an. Eine Elfenwurzel. Ja, und das war hier an dem Lager eigentlich alles gewesen. Da die Hirschlederhandschuhe sind auch ein Geschenk. Mal schauen, habe ich irgendwas? Was machen der Ring? Plus 3 Klugheit, minus 1 Stärke. Das wäre eigentlich was für Liliana. Da muss ich ihr nur mal noch einen Punkt in Stärke investieren, dass sie dabei 20 bleibt. Was für ein Tier verschafft sich hier Raum und steht vor mir, dem Alten. Baum. Seht ihr das denn nicht? Ich bin ein Werwolf. Werwolf, sagt ihr? Wie kann das sein? Ich kann den Fluch nicht spüren. Nicht in Mark, nicht in Bein. Ist es möglich, dass ihr lügt? Es brächte euch nichts, wenn ihr mich betrügt. Weil dieser Wald voller Gefahren steckt. Deshalb. Ihr habt recht, das ist wahr. Bestien und Diebe sind eine Gefahr. Seid willkommen. Es ist wie im Traum. Ich bin die große Eiche. Der uralte Baum. Die Welt ist zweifellos voller wundervoller, überraschender Schöpfungen.
Jeden Tag begegnen wir etwas, das wir nicht für möglich gehalten hätten. Wow! Die Zeit ist reichlich fortgeschritten. Dürfte ich um einen Gefallen euch bitten? Was genau seid ihr? Ich bin nichts weiter als eine alte Eiche. Aber es gab eine Zeit, in der ich durchstreifte die Reiche. Ein Traum voll unnatürlichem Leid. Entsprungen in uralter, vergessener Zeit. Ob ich ein Geist war, kann ich nicht wissen. Ein wanderndes Ding, in diese Welt gerissen. Der Geist vereinte sich mit einem Baum. Und so soll es wohl sein. Vergessen der Traum. Es scheint einfach, als seien die anderen Bäume deutlich feindseliger als ihr. Bei den Waldgeistern ist das nur zu wahr. Sie sind ziemlich verrückt, denken nicht klar. Ein Geist ohne Mund, um zu flehen. Gefangen in einem Baum, ohne Augen, um zu sehen. Käfig aus Borke, ein hölzerner Sarg, ein Wesen des Zorns, das einst Hoffnungen barg. Sie sind Geister des Waldes, verfallen dem Wahn. Doch ich bin anders. Ich folge dem Plan. Ich akzeptiere mein ewiges, ehernes Heim und unterdrücke den zornigen, wütenden Keim. Warum sprecht ihr in Reimen? Die Frage ist, warum tut ihr es nicht auch? Eure Worte sind flach, wie Schall und wie Rauch. Vielleicht steckt die Seele eines Dichters in mir. Vielleicht erhebt mich das über das Tier. Ja. Oh ja, das macht euch selbstverständlich über alles erhaben. Nur ein Wortspiel, ein harmloser Scherz, der meinem Gast erleichtert das Herz. Ich würde gern mehr über diesen Wald wissen. Ich kann nur berichten, was ein Baum hier so sieht. Ich weiß nicht alles, was hier geschieht. Gibt es hier irgendetwas Interessantes? Das meiste davon verschlang die Natur. Geblieben sind zerfallene Steine nur. Vielleicht stehen noch einige Ruinen. Mit mehr Wissen kann ich euch leider nicht dienen. Was ist hier geschehen, dass der Wald so geworden ist? Vielleicht ein Krieg. Ich weiß es nicht. Als es geschah, war ich noch im Licht. Doch viel Tod gab es in der Tat. Und die Geister, sie folgten dem Pfad. Die Geister ergriffen Besitz von Toten und Bäumen. Jetzt sind sie alle verrückt, getrennt von den Träumen. Der Wald besaß seinen eigenen Geist ohne Namen. Er war alt, so alt wie die ersten Samen. Vielleicht ist er damals vor Kummer gestorben. Oder der Wald war ihm zu sehr verdorben. Vielleicht sind auch die Wehrwölfe schuld. Das könnte sein. Als sie erschienen, verschwand der Geist und der Wald war allein. Aber ich sehe, es ist Zeit, das hier zu beenden und dann hören wir uns den Rest des Gesprächs ein anderes Mal an, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age Origins.